So, und weiter geht es mit Final Fantasy 14. In diesem Part wird auch noch mal ein bisschen gelevelt, ein bisschen Klassenquests gemacht und natürlich hier die Inhalte. Und ja. Denn wir versuchen jetzt erstmal alle Klassen auf 15 zu kriegen, beziehungsweise reicht es mir eigentlich, wenn die Klasse hier auf 13 ist? Erst einmal oder auf 14? 13 oder 14, mal gucken. Damit wir mit dem hier halt die Nebenquests doch wunderbar machen können. So. Haben wir auch ein besseres Kostümchen. Wir brauchen die Dämmerfledermaus. Die flattert da oben lang. Und wie gesagt, wir warten auch immer noch darauf, dass wir in den Inhalt reinkommen. Okay, da kommen aber wieder zu viele, wenn ich da. Okay, warte mal. So. Ruhig. Fass. Ach ja, lüpp doch. Huch, einmal aus. Was? Das Problem ist halt, solange wir in der Inhaltssuche sind, kann ich leider keine Klassenquests machen. Weil bei den Schurken weiß ich, welcher als nächstes kommt. Und dann komme ich wieder in den Einzelinhalt. Das könnte etwas blöd werden. Oh, Scheiße. Nee. Na gut, es geht. Gott, so. Ja, die Inhaltssuche dauert verdammt lange. Leider.
So. Dann holen wir den einen einmal hierher. So, jetzt darfst du auch. Okay, jetzt beginnt hier ein Feld. So, dies haben wir. Oh, nur noch einer auf der Warteliste. Na, mit etwas Glück sind wir auch gleich dran. Ja, sind wir. Naja. Ein Schussviech. Ach nee, nicht der wieder. Hier waren wir doch eben gerade dran. Ja. Yeah. Das ist ein Tank, der tankt. So. Perfekt. Huch. Ich renne immer weiter. Und Bonus bekommen. Hat jetzt natürlich nicht ganz so viel gebracht. So. Aber wir haben dann ja immer noch einen Gildengeheiß, und zwar den hier. Den wir noch gar nicht gemacht hatten. Und den wollen wir natürlich heute auch noch machen. Ich meine, wenn man schon beides zusammen machen kann, dann warum nicht, ne? Also das gilt quasi halt auch als Inni. Wobei es halt kein Dungeon ist. Ein von dreien. Okay. Also ich bin mal gespannt, wann wir da im Spiel ankommen, wo ich jetzt gerade bin, beziehungsweise im Stream habe ich die Story jetzt halt schon durchgespielt. Bis auf das, was dann uns in Endwalker erwartet. Logischerweise. Und ja. Das kann dann wohl auch noch sich ein bisschen hinziehen. Weil wir ja wirklich versuchen, alles hier zu machen. Oder was heißt alles? Wie gesagt, das, was im Bereich des Möglichen ist, was nicht so viel Gruppenaktivitäten erfordert. Also klar, später das Farmen der Viecher, ja.
Das erwartet uns auch noch. Aber sonst. Okay. Killermantis und Brummkäfer. Genau, viel mit dem Killermantis. Könnte etwas Aua Aua bedeuten. Wie viel brauchen wir von dem? 3. Okay. Also ich finde zumindest, dass wir gut vorankommen. Also wenn man bis 15 mit dem Bestiarium das alles ganz gut geschafft hat, dann geht das eigentlich. Wie gesagt, hier mit der Klasse reicht uns, wenn wir auf 14 kommen. Und dann haben wir immer noch Bestiarium. So. Und jetzt darfst du gerne wieder mit angreifen. Süßes kleines Karfunkel. Stufe 14. Gut, Hermetiker-Stufe kommt natürlich jetzt nicht. Aber dann gehen wir mal hiermit zu unserer Gilde. Wir machen als erstes die Marodeur-Quest. Marodeur-Queste. Während wir auf den letzten Gildengeheiß warten. Okay. Marodeur-Gilde. Okay, Marodeur-Gilde. Wird wahrscheinlich eh erstmal nur gelesen. Hallo. Wie ich sehe, wachst du sehr fleißig und hast deine Fähigkeiten stetig verbessert. Wie ich das erkennen kann, fragst du. Man sieht es zum Beispiel an deiner Haltung. Dein Selbstvertrauen sprudelt gerade aus dir heraus, aber genug der Plaudereien. Es wird an der Zeit, die Axt im Namen der Gilde sprechen zu lassen. Im Moment kursieren Berichte über ein Monster, dessen Größe durchaus beachtlich ist. Es soll sich im westlichen Land aus Kea befinden, genauer gesagt in der Umgebung des Bierhafens. Das Monster hat zwar nicht Kujatas Größe, aber die Bedrohung, die von ihm ausgeht, ist nicht zu unterschätzen. Es sollte einen würdigen Test für deine fortgeschrittenen Fähigkeiten darstellen. Wie du dieses Ungetüm findest, glücklicherweise habe ich einen alten Freund namens Rainfred, seines Zeichens langjähriger Waldläufer und Meister der Jagd. Suche Rainfred im Bierhafen auf und bitte ihm um Hilfe. Er wird sie dir sicherlich nicht verwehren. Zusammen werdet ihr dieses Monster zweifellos aufspüren und zur Strecke bringen können. Okay. Gut, dass wir das hier schon harmonisiert haben.
Sonst müssten wir da jetzt hinlaufen. Es hat doch alles sein Für und Wider. So. So, ich muss jetzt mal gucken, wo der ist. Hier nicht. Hier gibt's auf jeden Fall Freibriefe. Oh Mist, jetzt habe ich auf. Jetzt habe ich nicht vorgelesen. Okay, könnte ich zumindest annehmen. Ja, okay. Gut. Hier. Du gehörst zu Würnsens Truppe? Was? Ich kenne den Kleinen schon, seit er noch in den Windeln. Ja, so richtig klein war er ja noch nie. Und jetzt ist er Gildenmeister, was? Das gibt's ja gar nicht, der kleine Lauser. Du willst bestimmt das große Monster hier in der Nähe jagen, was? Dann geh einfach nach Nordwesten in Richtung Kamp Schädeltal und pfeife, was das Zeug hält. Das Monster wird übrigens Patripatan genannt. Nur damit du weißt, mit wem du es zu tun hast. Es kommt aus einem Versteck, sobald du in sein Gebiet eingedrungen und dich bemerkbar gemacht hast. Pfeifen nimmst du da am besten, glaub's mir. Na dann. Ich bin gespannt. So, das kann ich erstmal nochmal hier an die Seite pappen. Hier ist der Zielort. Ah. Oh, hallo, dich brauche ich aber auch. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Okay, jetzt muss ich zu Gilde zurück. Kann ich den hier aber auch nochmal holen? So. Teleport und Tridex. Ich brauche auch noch wieder Bufffood, beziehungsweise muss ich noch welches einnehmen. Zu mir nehmen. Aufnehmen. So. Einmal, zweimal. Huch.
Marodeurrede. Wie gesagt, wenn es jetzt gleich nicht klappt, dann lassen wir das erstmal. Renfred hat mir bereits von deinen Taten berichtet. Sehr beeindruckend, Ash. Du repräsentierst unsere Gilde vorbildlich. Ich habe noch eine weitere Aufgabe für dich. Sie soll dir selbst zeigen, wie stark du mittlerweile geworden bist. Begib dich zum Aegilis und melde dich bei Skapfgim. Er wird dir helfen, deine Axtkunst auf ein noch höheres Niveau, zu erhöhen. Wie auch immer. Okay, da kann ich auch. Warte mal. Zentrales. Oh, wir kommen rein. Müssen wir einmal zum Hermetiker wechseln. So. Oh, Nakadai. So, haben wir überhaupt schon mal? Oh ja, einmal haben wir schon. Okay, das war jetzt. Naja. Das war jetzt nicht ganz so berauschend. Aber okay. Ah ja, und dann könnte man halt direkt jetzt das nächste machen. Geht aber mit dem Hermetiker gerade nicht, deswegen sind wir jetzt weit durch damit. Ihr seid also erlöst, was die Gildengeister jetzt erstmal angeht. So, der nächste wird dann auf Stufe 15 mit dem Hermetiker gemacht. Oder falls jemand anderes dann irgendwann mal was braucht. Aber dann können wir uns jetzt in diesem und im nächsten Part noch ein bisschen um die Klassenquest kümmern. Eventuell dann sogar schon auf die Nebenquests. Weil wie gesagt, ich möchte zumindest den Hermetiker auf 15 haben. Wobei, warte, wir könnten mit ihm tatsächlich schon das hier machen. Ist doch eine 14er. Okay, ja dann. Dann ist natürlich gut. Ich habe bereits von dir gehört, Ash. So heißt du, oder? Und beim Anblick des großen Felsbrockens davon hast du bestimmt schon welche Aufgabe. Dich hier erwartet. Felsenzentrum, was sonst? Mein Felsen ist natürlich schwieriger zu knacken als die von Rotgeim, aber hab keine Angst. Wirnsinn hätte dich nicht zu mir geschickt, wenn er kein Vertrauen in deine Fähigkeiten gehabt hätte. Alles, was du brauchst, ist gewaltiger Hieb. Okay. Ha, Wurmsinn hatte recht. Du bist ein Naturtalent. Deine Aufgabe ist erledigt. Begib dich zurück in die Gilde und berichte dem Gildenmeister von deiner Übungseinheit. Lol, das war's schon? Ernsthaft, das war's schon? Ja, okay. Ja gut, dann mache ich tatsächlich gleich, oder machen wir beim nächsten Mal tatsächlich gleich noch mit dem Hermetiker weiter. Zumindest, dass er dann halt die 14er Hauptquest machen kann. Und ab dem 15er bleibt er halt erstmal und wird wieder unser Nebenquest-Drunkie.
Würde ich zumindest so sagen. Profitiert er zwar nicht mehr ganz so von den ganzen anderen Sachen, aber... Dann haben wir es zumindest. Nein, jetzt bin ich zur Fischergilde. Na, egal. Es kann ja mal passieren, ne? Ah, okay. Marodeur-Gilde, bitte. Kann ja passieren. Okay. Haha, ich wusste, dass du bald erscheinen würdest, Slash. Der Krach, den du beim Zerschmettern der Felsen gemacht hast, war bis in die Gilde zu hören. Der Beweis deiner Stärke soll nicht unbeachtet bleiben, Ash. Die Belohnung dafür erhältst du in Form einer neuen Technik, die schon seit Seeräuberzeiten existiert, seitdem immer weiter verbessert wurde. Sie heißt Tomahawk. Oder Tomahawk? Tomahawk? Ich weiß nicht genau. Und ist eine Wurftechnik. Sie kann Gegnern bereits aus großer Entfernung entmutigen und gibt dir somit eine neue taktische Flexibilität im Kampf. Deine Gedanken sind dir ins Gesicht geschrieben, Ash. Die Antwort lautet nein. Auch mit dieser Attacke in deinem Arsenal bist du noch nicht fortgeschritten genug, um Kuyata herauszufordern. Ungeduld ist wie Schmiermittel auf dem Schaft deiner Axt. Sie bringt im Großteil der Fälle nicht die gewünschte Ergebnis. Okay, Die Hose bringt halt jetzt mehr, ne? Wir hatten lange keine Hosen mehr. Oh, schön. Tada! Tomahawk, wie auch immer. Lol. Das passt ja gar nicht farblich! Das ist ja... Oh Gott. Oh Gott. Das sieht ja gar nicht gut aus. Naja, okay. Gut. Dann machen wir uns jetzt an die Schurkenquest. Ich weiß, ich habe gesagt, wir könnten jetzt tatsächlich noch einen Part machen und in dem Part kümmern wir uns nur um die Schurkengilde. Wäre zumindest ganz, ganz vorteilhaft. Also wir gehen nochmal hier drauf. Und ja, wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal. Ich muss noch ein Bild nachholen. Ja, wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal. Ciao.